Hallo Waldläufer und Trapperfreunde, hier ist Manfred, der Waldläufer. Ich grüße euch. Ja, ein kurzes Vorwort. Und zwar, ich hatte viele Wochen lang, naja, eher schon monatelang, seltsame körperliche Schmerzen. War das ein seltsames, unbekanntes, krasses Jucken am rechten Innenknie, sei es Fußschmerzen, Beinschmerzen, Kreuzschmerzen, alles durch die Bank, sag ich mal. Und keiner konnte sich das erklären. Natürlich war ich öfter beim Hautarzt, beziehungsweise auch Hausarzt zuerst. Aber die hatten auch keine wirkliche Lösung oder vielleicht nur eine Teillösung wiederum. Auch Physiotherapie und so weiter, ja, konnte ich kaum mitmachen aufgrund der körperlichen Situation. Hab natürlich trotzdem sehr viel gelernt dabei, klar. Ja, insgesamt, kurz gesagt, habe ich mir dann irgendwann eine Auszeit genommen, in der Hoffnung, dass man einfach zumindest psychisch mal wieder voll da ist, denn die Schmerzen ergaben sich natürlich, dass man Schlafstörungen hatte, beziehungsweise teils auch Schlaflosigkeit, habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen, ein oder andere in meinen letzteren Videos. Das habe ich inzwischen wieder im Griff, inzwischen auch weiß ich, was los ist, da komme ich aber irgendwann später dazu. Die Auszeit war so, dass ich einfach relativ spontan einfach mit dem Auto los bin, Autocamping. Also das wollte ich ja eh schon seit Jahren mal in ähnlicher Form machen. Gut, jetzt ergab es sich doch so, dass es doch wieder Campingplätze waren. Ich wollte eigentlich auch so ein bisschen im Wald und so weiter. Aber das kommt noch, habe ich mir aufgrund der Situation jetzt doch nicht ganz so zugetraut. Außerdem ergab es sich zufällig, dass Joachim dann gerade auch noch Zeit hatte. Also von daher war es gar keine Frage, dass ich es jetzt doch in Richtung Campingplatz mache. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es, wie gesagt, körperlich gesehen ein bisschen eingeschränkt war, zum Teil zumindest. Ich wollte ursprünglich dann so Richtung Berchtesgaden. Aber dann fiel mir ein, Mensch, Rosenheim war ja auch immer tolle Gegend. Da gab es aber Problematiken und dann ging es ab nach Österreich. Aber alles Weitere dann in dem kommenden Film. Natürlich gibt es mehrere Teile, ja, sogar einige Teile. Also ich werde da voraussichtlich, ja, wahrscheinlich alle paar Tage dann einen weiteren Teil hochstellen. Bis dahin wünsche ich jetzt zunächst mal sehr viel Spaß und Freude beim Zuschauen des Videos. Ich versuche mich gerade ein bisschen vorne auszuruhen im Fahrersitz, nachdem ich wieder einiges gefahren bin. Übrigens, kennt ihr den Trick mit dem Schlüsselschlaf? Das funktioniert so, wenn man jetzt mal richtig müde ist und Auto fahren muss. Gut, man sollte natürlich nicht Auto fahren, wenn man müde ist, wenn möglich. Aber wenn es doch mal halt vorkommt, man hat keine andere Möglichkeit. Das geht so, ihr nehmt den Schlüssel einfach so zwischen die Finger. Achtet darauf, dass wenn er runterfällt, recht laut ist, also kein Stoff oder sowas, sondern zum Beispiel die Kunststoffkonsole vom Auto. Und dann könnt ihr einnicken. Und in dem Moment wird der Schlüssel fallen und entsprechend krach machen. Ihr wacht auf, ist nicht mal eine Sekunde, aber in der Regel ist man wieder ziemlich fit und kann weiterfahren. Also bei mir hat es schon oft genug funktioniert. Es ist wirklich faszinierend, dass in so kurzer Zeit man ja eigentlich wieder irgendwie anscheinend Schlaf entweder aufgeholt hat oder vielleicht sogar kurz in die Traumphase gegangen ist, wie auch immer, ich kann es auch nicht erklären. Also im Notfall sozusagen, probiert es einfach mal aus. Ich habe gerade kurzerhand die Route etwas abgeändert, und zwar das Berchtesgaden mal rausgenommen und mir ist nämlich eingefallen in der Rosenheimer Gegend. Mensch, das war immer eine wunderschöne Gegend. Und, oder was heißt war, ist. Da habe ich auch jetzt Campingplätze mal geschaut. Da gibt es mitunter so ein Outdoor-Resort, wie sich der nennt. Habe es mir jetzt noch nicht genau angeschaut, aber ich glaube, ja, den werde ich mir mal vor Ort direkt anschauen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Berge, ein bisschen Sonne.
Klar, war jetzt ein bisschen mal anstrengend. So tagsüber ist halt wirklich nicht unbedingt meins zu fahren. War halt einfach auch ziemlich viel Verkehr jetzt und stellenweise ziemlich warm. Musste sogar die Klima anmachen. Ja, aber das gefällt mir saugut hier. So muss das sein. Ah, da gab es gerade ein paar Problemchen. Erkläre ich euch später noch. Jetzt fahre ich nach Österreich rüber. Leute, frisch geduscht, frisch rasiert, fantastisch. Da fühlt man sich gleich ganz anders. Und welch ein Glück, jetzt kommt auch noch Donner auf, scheint ein Gewitter vielleicht zu kommen, wunderbar. Und jetzt regnet es auch gerade ein bisschen, ach, super, Glück gehabt. Dann wollte ich euch ja noch erzählen, was passiert war mit dem Campingplatz in Bayern. Aber seid mir nicht böse, ich lege mich jetzt zuerst mal kurz hin. Vielleicht ein bisschen ausruhen zumindest oder vielleicht sogar ein Nickerchen oder zumindest das Gewitter hier genießen. Oh, das ist gerade so schön jetzt. Das hat sich gelohnt, der ganze Aufwand. Oh, hier so bei offener Tür liegen, das ist ein Genuss jetzt nach der langen Fahrt. Ich habe einfach vielleicht zu viele Pausen schon gemacht. Das hat sich rausgezögert und am Ende die letzten 40 Kilometer, die waren ziemlich Stress für mich. Durch Kufstein durch und sowas. Puh. So, und nach Regen folgt der Sonnenschein. So gehört sich das auch. Ja, dann erzähle ich euch mal kurz, was so passiert war in Bayern. Ich habe halt nach Plätzen gefragt, zwei Stellplätze für zwei PKWs. Und dann meinte sie, das geht leider nicht. Ah nee, sie hat gefragt halt, ob wir Sanitär dabei haben. Sage ich, oh nee. Sagt sie, ja, dann kann sie es leider nicht machen. Ist klar, also man braucht Dusche und Toilette, ne, wo man mitbringen muss. Gut, wer denkt da dran? Ja, ging also auf keinen Fall. Dann habe ich noch einen anderen Campingplatz angerufen, der in der Nähe war. Und da war das Gleiche. Ja, da war ich natürlich zunächst mal verzweifelt, weil ich nicht wusste, puh, was soll ich jetzt machen? Gut, jetzt Grillstelle suchen oder sonst was. Aber es ist halt auch nicht so einfach. Und vor allem, ich war halt heftig müde. Und da jetzt was zu überlegen, war wirklich schwierig. Und dann hat mir Gott sei Dank meine Schwester geholfen. Die hat dann zu Hause eben im Internet geschaut. Und da kam sie eben auf die Idee, auch nach Österreich zu schauen. Und sie ist halt in Bayern nicht weit. Und klar, natürlich, die haben ja schon total gelockert. Da muss man gar keinen Mundschutz mehr tragen hier. Und ja, gleich einen guten gefunden und der hat sogar zwei, also mehrere Stellplätze noch frei gehabt. Dann bin ich da eben hingefahren, war zwar ein bisschen Tortur, die 38 Kilometer, für mich jetzt zumindest, aber das hat sich gelohnt, wie ihr schon gesehen habt. Ja, wie man sieht, Ideen braucht man halt. An der Stelle nochmal danke, Claudia. Na, dann hatte ich gefragt, ob wir Feuer machen dürfen, eine Feuerschale, meinte er, nein, leider nicht, wegen Funkenflug. Aber grillen darf man halt. Gut, wir könnten halt einfach Kohle reintun. Müssen wir uns morgen besorgen.
Ja, das ist jetzt das Örtchen direkt vor dem Campingplatz. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Gastwirtschaft. Sieht aber gerade im Moment ein bisschen schlecht aus, oder was ist das da vorne? Auf jeden Fall, weil die Gastwirtschaft direkt da beim Camping, die hat gerade natürlich Mittwoch, also heute, zu. Und wir haben eigentlich kaum was zu essen, außer Joachim bringt halt doch noch was mit. Joachim kommt in einer Stunde und ich esse schon mal eine kleine Vorspeise. Und natürlich ein kaltes Bier. Auf einen Schlag haut's runter. Jetzt dachte ich, ich laufe kurz zum Campingplatz mit einer Jacke holen. Schlechte Idee. Pitschnass. Gott, und der kalte Wind dazu. Oh je, je, je. Super, oder? Gott, hey, eine Decke und die Heizung vom Auto. Ein Königreich dafür, du. Mann, war mir jetzt kalt, du. Da sieht man mal, was ein Auto Gold wert sein kann, du. Da draußen, da wärst du zerfroren. Da hat es mir auch richtig mitten auf dem Weg erwischt. Ohne Schutz da gewesen. Da war zwar ein Baum, aber das kann ich vergessen bei dem Regen. Wer rennt denn sowas? Eieieiei. Wäre ich doch lieber in der Pizzeria noch geblieben. Ich dachte, ich gehe zurück und hole die Jacke, Mensch, weil es so kalt war plötzlich. Auf die Idee kam ich natürlich überhaupt nicht. Mei, mei. Und ungefähr in 10 Minuten kommt Joachim. Herzlich willkommen. Jetzt haben wir einfach mal einen Drang hier angemacht, damit wir zumindest so ein bisschen Lagerfeuer haben. Weil Feuerschale, wie gesagt, dürfen wir nicht. Außer wir hätten jetzt Kohlen gehabt. Ja, waren vorher noch Pizza essen. Das war echt furchtbar. Also ich habe die Dreiviertel zurückgegeben und du die halbe oder so ähnlich, oder? Katastrophal. Und zuerst haben wir es nochmal im Backofen schieben lassen, als es noch nicht richtig war. Ja. Ja, und seine Antwort war, wie gesagt, wir machen es immer so. Cool. Schade eigentlich. Naja, jetzt sitzen wir hier und das sieht man natürlich jetzt nicht, das Tarp oben gespannt. Und ja, sind wir noch Biele, unterhalten uns. Ja, es ist halt immer so, wenn es durchgehend jetzt regnet, ist ja der Wahnsinn. Aber gut, wir bleiben jetzt keine Stunden lang hier sitzen natürlich. Also auf Dauer wird es schon ein bisschen frostig dann. Vor allem direkt am See natürlich, kommt ja noch hinzu. Ja, morgen soll es circa 17 Grad werden und bewölkt. Ja. Schauen wir mal, was wir da machen oder nicht machen. Guten Morgen. Ich bin heute um 2:30 aufgewacht, weil ich so dringend pinkeln musste. Dann habe ich mich nochmal da draußen unter das Tarp gesetzt. Hat die ganze Nacht geregnet und habe nochmal einen Trank hier, ein bisschen Feuerle gemacht, habe mir einen Kaffee gemacht. Ja, und dann bin ich nochmal also wieder her und habe ein bisschen weiter gepennt. Ich habe die ganze Zeit auch die Tür ein bisschen offen lassen vom Auto. Das war toll. Wie gesagt, es hat geregnet und dann, ja, dieses Prasseln auf das Tarp, das habe ich ja hier direkt aufgehört und aufs Dach natürlich vom Auto auch. Und ja, es ist einfach herrlich, so diese frische Luft, wenn die da so reinkommt. Und wenn es regnet, ist schon, hat schon was. Es ist ein bisschen leicht kühl, aber eigentlich ist es völlig okay, kann man gut aushalten, sage ich mal. Ja, ich bräuchte halt mal einen gescheiten Stuhl, weil das, wo ich jetzt auch wieder gekauft habe, halt dieser Anglerstuhl, da kann man halt nicht so lange drauf sitzen. Also zumindest ich nicht. Das geht mir voll mit Kreuz da immer. Ja, Joachim hat so einen super Stuhl da. Kann man auch ein bisschen zurück dann mit der langen Lehne. Und dann ist das auch richtig gemütlich. Habe ich vorhin ausprobiert nochmal. Mit zugedeckt und so. Und dann wäre ich fast draußen eingeschlafen. Hätte mir auch Spaß gemacht, aber da hätte ich noch so ein bisschen was vorbereiten müssen halt. Also ein bisschen besser alles mit Decke und so. Ja, mal schauen. Vielleicht machen wir gleich einen Kaffee. Joachim ist auch schon gerade wach geworden. Und ich denke mal, heute eventuell gehen wir einkaufen, je nachdem, was wir jetzt planen oder vorhaben. Wir bräuchten halt ein paar Sachen. Und meine Idee wäre halt, dass man dann Holzkohle kauft wenigstens. Wenn wir schon kein Feuer machen dürfen, dann machen wir uns wenigstens hier eine vernünftige Glut.
Aber mal gucken, gleich mal absprechen mit ihm dann. Also bis später. Ja, so sieht es da gerade aus. Das Tab und die Stühle. Sieht ein bisschen durcheinander alles auch aus. Ein bisschen schlampig. Aber war ja nachts, wo wir aufgebaut haben. Geht es dem Abend zu, jetzt hat es hier ausgewindet. Guck mal, der See ist fast ganz still. Vorher dieser heftige Wind und jetzt ja, Wahnsinn, super. Das ist nämlich gut, weil dann können wir jetzt die Feuerschale dann mit der Kohle machen, weil bei dem Wind vorhin da, das wäre schon ein bisschen eine gewisse Gefahr gewesen. Natürlich haben wir uns schon Sorgen gemacht, aber das wäre ja klasse jetzt natürlich. Perfekt. Boah, was? Das sieht doch irre aus, oder?